wir sind da. Fortsetzen. Plantera. Das wilde Wuselgartenspiel mit viel Geklicke, Hunden, die bellen, Wölfe und Schafe. Wölfe, die unsere Schafe essen wollen. Ziemlich laute Soundeffekte. Oh. Ja, und vieles mehr. Und nicht zu vergessen, furzende Hühner. Die furzenden Hühner ist natürlich das Highlight in diesem Spiel. Also definitiv, ne? Es geht weiter mit diesem wilden Geklicke. Wir wollen uns gleich nochmal einen Dünger holen. Der ist irgendwo... Egal, die Hunde machen das schon. Da kommt ein Wolf. So, wir brauchen dann noch 3000, brauchen wir noch für unseren nächsten Dünger. Dann können wir... Dann verdoppelt sich das dann wieder, oder ist es dann nachher... wo, da. Verdoppelt die Münzen erstellen für immer. Das heißt, das müsste dann der Multiplikator müsste dann mal 4 sein. Theoretisch gleich. Das heißt, wir würden das Vierfache der Grundmenge kriegen. Rein theoretisch. Wenn sich das nämlich immer verdoppelt, müssen wir ja dann ja theoretisch dann ja gleich alles mal 4 bekommen. Rein theoretisch. Aber wir werden gleich gucken. Ein bisschen müssen wir ja noch sammeln, bevor wir das haben. Zack, 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 zack. Vogel, Motte. Und hin und her geht das. Da ist noch ein Wolf. Ein Fuchs ist das. Da war es, glaube ich, ein Fuchs gewesen. Fuchs, Fuchs, Birne, Fuchs. Gartenhelfer. Äpfel. Yay. Wo ich am Anfang noch sagte, hier braucht man ja nichts zu machen. Mensch, man kann es ja zurücklehnen. Die Helfer machen das schon. Ah, ja, ja. Denkst du. Jetzt bin ich hier schon ein paar Level weiter. Hab ein bisschen was gekauft. Hab den Guard vergrößert. Jetzt muss man doch selber doch mehr machen als gedacht. Ja, solange man sich die Helfer nicht selber so kaufen kann, sondern nur durch Gartenerweiterung kriegt, musst du da wirklich noch Hand anlegen. Und selbst wenn durch die Gartenerweiterung du noch einen Helfer kriegst, trotzdem bist du doch irgendwann... ist der Garten irgendwann so groß, dass du mitklicken musst auf Dauer. Also du musst mit ernten und helfen. Allein deine Helfer schaffen das nicht. Das klappt so nicht. Aber es macht nichts. Es klappt ja. Ne, wir sehen ja, es läuft gut. Es läuft nicht schlecht. Guck mal, wir haben schon unsere 10.000 gekriegt. Zack, 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 zack. So, und... der Ritter. Und den Multiplikator mal 3. Also wir kriegen jetzt doch nur die dreifache Menge davon. Okay. Naja, gut, okay. Das Dreifache kriegen wir jetzt aber. Das ist doch auch schon mal nicht schlecht. Das ist ja auch schon mal eine Menge, was wir hier dann kriegen. Dadurch können wir nämlich jetzt schon wieder unseren Garten erweitern. Obwohl wir das gerade gekauft haben, den Dünger, haben wir jetzt schon wieder 2000 voll. Das ist natürlich... Das ist nicht zu verachten. Wo ist das schon da? Ist das nicht zu verachten? Wir werden dann auch gleich den Garten erweitern. Oh mein Gott. Wir werden nochmal ein bisschen Geld sammeln und dann werden wir gleich den Garten erweitern, ne? Da! Da können wir nämlich gleich noch wieder Sachen anpflanzen. Hey, da. Und einen Hund müssen wir nämlich nachher auch nochmal kaufen. Wir brauchen definitiv mehr Hunde. Wo ist er? Da ist er. Ritter. Yay! Jetzt haben wir nochmal 5000 zusammen. Sehr schön. Und kaufen.
So, da kaufen wir uns Orangenbaum. Warte mal. Nein, kann ich doch nicht. Kann ich doch nicht. Hör doch da mal. 9 gibt die Tomaten. 12 gibt die Paprika. Gut. Rettich, 12. Ja, steht so alles dran. Natürlich. So, weiter haben wir erweitert. Schön. Wir könnten schon wieder erweitern. Oh, das ist ja wahr. Wir könnten ja schon wieder erweitern. Aber das machen wir natürlich nicht. Zack, zack, zack. Wir wollen nicht erweitern. Wir wollen gleich noch einen Hund kaufen. Was kostet der jetzt? Da kann ich schon. Sehr schön. Ah, hab ich da. Ach, das habe ich jetzt auch gekauft. Ja, egal. Wir können uns ja nochmal ein Schaf kaufen und ein Hühnchen kaufen. Und dann. Ah, oh, ist schön. Ah, da können wir gucken, wie unser Garten immer weiter wächst und immer größer wird. Da kommt noch ein Ritter. Sehr schön. Nochmal ein Ritter. Ein Ritter von der Kokosnuss. Wir können jetzt auch immer noch unseren Garten erweitern. Oh, immer weiter und weiter und weiter. Ich weiß gar nicht, gibt's, ob es hier ein Ende gibt nachher. Oder ob es einfach nur endlos weiterläuft. Ob man irgendwann sagt, das Spiel ist so viel Geklicke und so viel, auf wo man hingucken muss. Und irgendwann einfach sagt, boah, ne, jetzt ist ein Ende, oder ob man jetzt einfach nur, dass man das noch ewig lange weiterführen kann. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es nicht. Aber es liegt ja so viel auf dem Boden. Und Level Up habe ich auch gleich schon wieder. Wir haben Helfer bekommen und Kirschen können wir anpflanzen. Wir könnten uns Kirschen anschaffen. Das werden wir natürlich nochmal machen, uns hier erweitern. Oh! Ah! Jetzt wird's nochmal ein wenig einfacher. Oh, geht nicht. Geht nicht! Was soll das? Oh, geht noch nicht. Was brauchen wir denn als nächstes hier? Achso, das haben wir ja auch schon zusammen. Aber ich kann jetzt hier... Schön. Oh, das ist schön. Das gefällt mir unten. Da, Marienkäfer. Muss ich nochmal mitnehmen. So, jetzt können wir aber bestimmt gleich nochmal Kirschen... Kirschbalm... kaufen. Da, den Kirschenbaum. Gleich. Gleich geht's los. Gleich können wir uns den holen. Da. Jetzt. Ah, Kirschen. Wir können Kirschen sammeln. Yippie, yay, yay. Yippie, yay, yay. Eine Paprika brauchen wir gleich. Und dann brauchen wir gleich nochmal hier so ein... Was war das? Ja, Paprika. Und hier, Rettich. Genau, Rettich. Paprika und Rettich brauchen wir. Ah, komm schon. Rettich, ich will Rettich. Danke. Oh, wo kommt er? Ah, da. Ah. Der Mann ist jetzt nur beschäftigt. Mit sammeln, 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 sammeln. Sammeln, sammeln und noch mehr sammeln. Können wir. Ja. Neue Vogelscheuchen können wir auch schon wieder machen. Schön. Klick, 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 klick. Es ist sehr merkwürdig, dieses Geklicke und die Geräusche und ach, die furzenden Hühner, die sind der Wahnsinn.
Klick, klick, klick. Ich weiß, ich sag viel klicken, 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 aber es ist ein Spiel, wo du wirklich klicken musst. Du musst klicken. Das ist ein Spiel, wo man seine Maus kaputt kriegen kann. Es ist wirklich ein Spiel, wo man seine Maus kaputt kriegen kann. Es ist... Oh! Ritter! Bist du? Ah, hier ist auch erweitert. Wieso ist denn hier erweitert? Das heißt, ich muss hier auch noch etwas hinsetzen. Boah. Boah. Ich kann jetzt so viel noch hinsetzen. Aber warum? Warum so viel? es wird doch immer mehr. Es kann doch nicht sein, dass es mehr wird. Ich habe kein Geld, um da noch was anzupflanzen. Leute, Mensch, gib mir doch erstmal Geld hier. Wir brauchen Dünger, wir brauchen mehr Dünger. Und mehr Sachen, die mehr Geld bringen. Ah, schön. Und mehr Tiere brauchen wir. Mehr Tiere. Mehr Tiere braucht das Land. Müssen gleich mehr Tiere kaufen. Ah, da steht noch so. Ah, Vogel! Hier gleich jetzt noch mal ein bisschen was machen, was bauen, vielleicht so. Ey, da kriegt kein Geld. Verdammt, jetzt habe ich das doch gebaut. Es wird ja auch alles teurer mit der Zeit hier. So, das finde ich nicht gut. Das soll nicht teurer werden. Warum wird das alles immer teurer? Wieso bleibt der Preis nicht gleich? Egal. Wir holen uns gleich noch ein Paprikafeld. Dann passt das schon. Und dann kriegen wir nachher auch noch Dünger und Dünger und Dünger, Dünger, Paprika? Nein, kein. Kriegen wir nachher noch Dünger und Dünger und Dünger. Holen uns ganz viel Dünger und dann klappt das schon. Geh weg, Vogel. So, jetzt können wir auch noch mal Paprika holen hier. Vielleicht kommt erstmal ein neues Tierchen. Mit Stufe 16 kriegen wir ja ein neues Tierchen. Zack, haben wir ein Schaf geholt. Wir brauchen alles. Alles, dass wir hier Geld sammeln können. Und vielleicht kommt ja gleich noch ein Ritter. Es wäre wünschenswert, wenn gleich noch mal ein Ritter kommt. Da, ein Ritter der Kokosnuss. Wir brauchen einen Ritter der Kokosnuss. Obst, Obst, Obst. Obst, 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 Obst. Und Motten muss ich auch machen. Oder Schmetterlinge oder was auch immer das ist. Schön, 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 schön. Es wird doch was, alle langsam hier alles. Es wird, es wird, es wird. Es wird alles. Weg! Weg! Da ist ein Schmetterling. Wieso sind die Helfer eigentlich alle da und nicht auf der anderen Seite? Ich weiß gar nicht, wo ist denn jetzt... Da. Das ist meine Maus. Ah, du verlierst irgendwann den Überblick. Man verliert einfach den Überblick irgendwann. Ah. Ja, wuff, wuff. Mach mal wuff, wuff. Ja, Schaf, geh weg. Oh!
Kuh! Muku, wir haben jetzt 3 Muku hier. Cool. Wie machen die? Oh, die machen ja nichts Tolles. Oh, wenn die wenigstens Moon würden. Das wäre ja toll. Nein, machen die nicht. Egal, die bringen gut Geld. 45 mit einmal nicht. Ist schon gut. Da gibt's denn nicht auch noch irgendwo einen Marienkäfer? Jetzt gibt's doch meistens. Da ist er. Ha, da war er. Da war der Marienkäfer. Jetzt sind nur noch mal der Ritter und ich bin glücklich. Dann kann ich nämlich da wieder mit draufklicken. Zack, 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 zack. Dann kriegen wir da auch noch mal Geld für. So. Hier hinten gibt es nicht so viel zu klicken. Oh, hier, dafür gibt es hier mehr. Ah ja, Vogel, Vogel, geh weg. Mein Gott. Geld, 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 überall Geld. Überall Geld. Überall ist Geld. Oh mein Gott! Ja, weiter geht's. Ja. Ich weiß gar nicht, da kommt der Ritter. Oh, oh mein Ritter. Können wir uns jetzt hier eigentlich gleich nochmal Dünger holen? Ne, der kostet ja 20.000, okay. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen warten. Noch ein bisschen müssen wir warten. Jetzt kriegen wir die vierfache Ausbeute an Geld. Vierfach! Vierfach! Ja. Haben wir aber auch gleich geschafft. So, das ist auch gar nicht so dramatisch. Vierfache Ausbeute an Geld ist natürlich dann auch gut. Geld ist nämlich immer gut. Also zumindest hier in dem Spiel sind diese Münzen. Braucht man das ja. Der Sinn des Spiels ist, denke ich mal, jetzt hier bewusst einfach nur irgendwelche Sachen hinstellen, klicken und Geld sammeln. Und es ist nur die Frage, wie lange geht das Spiel, aber ich denke mal, das ist auch wieder so ein Spiel, was einfach in die Unendlichkeit gezogen ist. Was man jederzeit spielen kann, wenn man mal Langeweile hat. Man sieht zwischendurch, wenn man auf den Download wartet oder wenn man Langeweile hat, einen Film guckt oder wie auch immer, dann kann man da einfach zwischendurch mal spielen, einfach mal ein bisschen klicken, ein bisschen Geld machen. Ich denke mal, es ist einfach. Ist so ein Zwischendurchspiel, ist so ein Casual Game, ist so nichts was Großes, aber es macht für zwischendurch ist es bestimmt cool, für zwischendurch macht das echt Laune, muss man sagen, ja? Aber länger als eine Stunde würde ich das wahrscheinlich auch nicht spielen und nicht durchhalten, länger als, ich meine, ich habe jetzt die 3 Folgen am Stück aufgenommen, das ist dann doch jetzt schon, jetzt bei der Folge Nummer 3 schon sehr, sehr anstrengend, muss ich sagen. Ein bisschen den Überblick zu behalten, ein bisschen die Konzentration zu behalten. Aber wie gesagt, für zwischendurch mal für 10, 15 Minuten spielen ist ganz in Ordnung, denke ich mal. Das ist schon ganz cool. So, Dünger können wir uns nochmal holen. So. Schön. Wir haben uns jetzt Dünger geholt, haben jetzt die vierfache Ausbeute. Geld. Das merkt man natürlich auch gleich. Oh, da fließt jetzt das Geld. Oh, da sprudelt das Geld. Da sprudelt das Geld. Oh, schön. Schön, da sprudelt das Geld. Das ist auch schon wieder 5.000.
Wir werden noch reich hier in diesem Spiel. Wir werden echt noch reich. Und Stufe 17 haben wir auch gleich schon wieder erreicht. Dann können wir gleich nochmal den Garten erweitern. Vielleicht. Schön. Oder wir sammeln jetzt einfach nur Geld. Geld sammeln! Wir haben auch gleich schon wieder die 10.000 voll. Ja, es oh, geht so fix. Ja, wir machen das Level, denke ich mal, nochmal voll jetzt hier, ne? Also, wir füllen ja jetzt kurz, so kurz vom Level ab, wenn wir jetzt irgendwie auf, ne? Das machen wir jetzt natürlich nicht. Nein, das machen wir nicht. Wir haben es gleich geschafft. Wir sind gleich Level 17. Zack, 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 zack. Schön. Klick, 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 klicken, klicken. Komm schon, Level up. Komm schon. Komm schon. Level up. Danke. Und wir haben Kohl freigeschaltet. Wir können jetzt Kohl anpflanzen. Da haben wir alles fertig. Da fehlt noch einer. Da auch. Es ist so anstrengend jetzt. Es wird immer anstrengender. Es wird immer anstrengender. Ja. Aber man mag jetzt gar nicht mehr aufhören. Nein. Stimmt nicht. Stimmt nicht, wir hören jetzt erstmal auf. Wir machen jetzt erstmal wieder eine kleine Pause. Wir haben jetzt 3 Folgen von Plantera aufgenommen. Ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Eindruck vermitteln, wie das Spiel so ist. Und wie ich schon sagte, für zwischendurch ist das Spiel echt funny. Für zwischendurch macht es echt Laune. Ne? Falls ihr doch noch mehr sehen wollt von Plantera, wie ich mich wildklinkend durch diesen Garten begebe, könnt ihr es gerne nochmal in den Kommentaren schreiben. Bis dahin auf jeden Fall noch viel Spaß auf unserem YouTube-Kanal. Schaut auch gerne mal auf Twitch vorbei. Wir sehen uns bestimmt irgendwo wieder auf Twitch, Facebook oder sonst irgendwo. Bis dahin alles Gute und auf Wiedersehen.